Ja, hier wird gerade Wintergetreide gedrillt. Das Wetter ist aber auch ideal dafür. Absolut wolkenlos. Der Boden schon doch recht gut abgetrocknet, vor allen Dingen hier auf den Hügelkuppen, sodass die Herbstbestellung dann durchgeführt werden kann. Damit willkommen, liebe Besucher, auf Gelausens Video Wettertagebuch. Ja, gestern hatte ich noch gedacht, Frost wäre kein Thema mehr, aber dem war wohl nicht so. Die Schleierbewölkung, die verzog sich dann sehr schnell wieder und da wurde es dann bitterkalt. Es wurde sogar noch kälter als in der Nacht vorher und das kann man hier sehr schön an dem Mais sehen. Der hat voll den Frost abbekommen, es war also richtig Luftfrost. Und heute war also wirklich keine Wolke, heute war es wirklich strahlend schön, wirklich nur strahlend blauer Himmel. Allerdings noch jetzt ist von der Temperatur relativ angenehm. Man kann hier im Hemd fahren und da werden wir auch noch etwa 2 Tage gut von haben. Also Frost wird in der kommenden Nacht durchaus noch mal ein Thema sein. Wahrscheinlich auch in der Nacht zum Montag. Aber so ab Montagabend, Dienstag, da ist es dann mit dem schönen Wetter erstmal vorbei. Allerdings wird es dann milder. Und damit tschüss bis zum nächsten Mal.